Idol, Rap und Graffiti zu Frankfurt gehören, das kann uns ein ganz besonderer Herr erklären, nämlich der großartige Künstler und Designer Bomber. Der ist seit 100 Jahren hier schon in der Szene aktiv, ist ein großartiger Graffiti-Künstler, hat aber auch in den 90er Jahren alle möglichen sehr legendären Jams hier veranstaltet. Und was er zu sagen hat zu Rap und Graffiti in Frankfurt, das seht ihr jetzt. Ich bin nach dem Zivildienst nach Frankfurt gezogen, habe dann studiert und da hatte ich ja schon dann aktiv begonnen mit Graffiti sozusagen, auch vorrangig erstmal natürlich wild. Frankfurt war damals noch so ein Pflaster, was völlig unberührt war. Es gab nur ganz, ganz wenige Versuche von anderen, dass da überhaupt gesprüht wurde und ja, ich habe einfach sehr viel gesprüht. Für mich ein Selbstfindungsprozess gewesen und ich glaube für viele andere auch, weil Writing ja eine Gestaltungsform ist, aber es hat auch was Meditatives. Und wenn du das Bild vollziehst sozusagen, hast du ja so einen Switch zwischen dem Flow, also in dem Piece sein und der Umgebung, die drumherum ist, weil du musst ja ständig wieder umschalten, musst gucken, okay, kommt da jemand, es droht Gefahr. Es war halt einfach der pure Wahnsinn, ne? Weil es ist einfach nur wild. Es ist einfach wild, du gehst raus, du feierst, es ist einfach ein Rausch. Die meisten Writer, die ich kenne, sind Nerds, ne? Und sind sie auch immer noch. Und man ist einfach anders und man akzeptiert dann auch irgendwann dieses Anderssein und Poseins halt einfach auch raus. Ne? Also damit, dass man es halt einfach draußen manifestiert. Und das ist schon, das ist Hip-Hop. Ne? Also Hip-Hop ist Zweckentfremdung, war es immer, ist es immer noch für mich. Die Spraydose ist ja nicht erfunden worden, um zu gestalten, sondern die wurde ursprünglich dafür generiert, um Ausbesserungen an Fahrzeugen vorzunehmen. Aber das halt einfach als Gestaltungselement zu sehen, das ist eine super Innovation. Also ähnlich dem Plattenspieler für die DJs. Ne? Also Opas Plattenspieler wird auf einmal als Instrument umfunktioniert. Das ist eine Hammeridee. Ich war ja damals in der PR-Agentur angestellt, in der Kommunikationsfabrik in Frankfurt, Griesheim. Und ich hatte damals vorgeschlagen, dass man darin eine Party macht. Der Jam war besonders, weil er halt eben weltweit die Szene zu dem damaligen Zeitpunkt zusammengeführt hat. Total naiv. Totales Chaos und wir haben für die Fanta 4 damals von Sony Music noch 1500 Mark bekommen, dass die bei uns aufgetreten sind. Und das Snippet damals haben wir gefeiert damals, das war Jetzt geht's ab, die erste LP, fand ich damals super. War ja auch das erste Mal, dass Rap überhaupt auf Deutschland, auf Deutsch erschien, war ein Meilenstein. In der Muster, also ich würde sagen, das war ein wichtiger Punkt für die Hip-Hop-Szene Frankfurt, dass das überhaupt sich definiert hat, auch international. Ne? Dass das wahrgenommen wurde, dass Frankfurt überhaupt als Bookmark für dieses Thema definiert werden konnte. Ne? Mir hat der Rap deswegen dann so gut gefallen, weil er A, ein politisches Statement hatte, so wie Public Enemy, aber auch eine unglaubliche Power. Eine unglaubliche Kraft hatte, die uns echt den Kopf weggeblasen hat. Und ich bin ja aufgewachsen mit Türken, Italienern, Marokkanern, eigentlich international. Und das hat uns alle zusammengeschweißt, weil wir haben gemerkt, hey, wir sind eh alle das Gleiche. Spielt überhaupt keine Rolle, woher wir kommen. Wir stehen alle auf dem gleichen Kram. Mein Dad ist aus Frankfurt und ich bin als relativ kleiner Junge mit der U5 an der Bahnlinie entfahren und da waren halt die ersten Pieces von Bomber, GBF, Kent und so und das war für mich so der erste Einfluss, da wusste ich noch nicht mal, was ist Graffiti, das waren die ersten Impressionen da noch vor irgendwelchen Videos, vor irgendwelchen Macs. Einer der ersten Eindrücke, die ich gesammelt habe, war Bomber hier in Frankfurt. Der mich dazu inspiriert hat, interessiert hat, auch für das Thema, dadurch kam ich zu dieser ganzen Bewegung so. Wenn ein Artist einen Freestyle-Rap macht, ist vergleichbar, wenn wir
einen Freestyle-Sketch an die Wand malen. Das ist dann eben, was in dem Moment gerade in deinem Kopf vorgeht, ausgedrückt auf die Wand oder ausgedrückt in verbaler Sprache. Das, was mir persönlich jetzt auch so gut gefällt, ist, dass jeder die Möglichkeit hat, sich eine Identität zu schaffen, was aus sich zu machen, kreativ zu werden, ohne besondere Voraussetzungen. Also er muss kein Geld dafür haben. Und wenn er den Ehrgeiz hat und sich zeigen will, kann er große Sachen machen, wo man halt viel Anerkennung kriegt von der Community.